sie einsetzen. Okay, wir sind hier. Ist es der Dowsing? Ja, es ist der Dowsing Hof. Wir müssen hier suchen und dann finden wir vielleicht einen Riolu. Das wäre der Ultra-Killer, wenn wir jetzt einen Riolu hätten. Das müssen wir haben. Wir müssen es haben. Vor allem Riolu ist echt eine Kampfmaschine. Im wahrsten Sinne des Wortes. Das ist ja ein Kampf-Pokémon, Kampf und Stahl. Da müssen wir haben. Auf jeden Fall. Ist es jetzt hier oder im oberen Gras? Ich weiß es nicht. Aber irgendwo hier ist ein Riolu. Ich weiß nicht, wie selten das ist, aber es ist auf jeden Fall hier. Wurde uns ja gesagt. Also ich suche das einfach jetzt mal und dann, ja, werden wir ja weitersehen. Ah, ein Voltilam. Ich wollte eins haben. Ich hole mir Voltilam. Ich muss es haben. Voltilam ist geil, denn Ampharos ist kein schlechtes Pokémon. Bitte kein One-Hit. Ja, Volltreffer und kein One-Hit. Perfekt. Ich mag Voltilam, weil es nämlich ein cooles Pokémon ist, weil es sich zu Ampharos entwickelt. Und ich mag Ampharos. Ampharos ist ein cooles Pokémon, weil es Elektro ist und sowas. Es ist stark. Es ist wirklich stark. Pokéball und bitte fang es ein. Ich mag Voltilam. Das werde ich auch trainieren, bis es Level 10 ist und Level 15. Wird sich aber auch erst sehr spät entwickeln, glaube ich, auf Level 30 oder... Nee, es entwickelt sich, glaube ich, auf Level 33 erst. Genau, auf Level 33 war das. Wird es zu einem Vati und danach zu einem Ampharos. Dauert also ein bisschen. Kältebedingte Elektrostatik verdoppelt, Statistik? Statik. Verdoppelt die Dichte seines Fels und bewirkt, dass das Ende seines Schweifes leicht leuchtet. Mhm. Fände ich cool. Ja, natürlich ein Spitznamen. Ich bin noch nicht ganz sicher, wer das sein wird, aber... Doch, ich habe eine Idee. Ich habe eine Idee, wer das sein wird. Einer der treuesten überhaupt, glaube ich. So, dann haben wir auch schon einen Namen. So, passt nicht ganz rein. Ich weiß, eigentlich ist es ja Albus Kingsley LP, aber das passt nicht rein, sorry. Deswegen muss ich Albus nehmen, aber willkommen im Team, Albus. Ich hoffe, du freust dich, dass du jetzt im Team dabei bist, ne? Ich weiß, dass du es siehst. Also Level 5, was kannst du denn eigentlich schon? Donnerwelle ist schon eine sehr gute Attacke, werde ich auch beibehalten wahrscheinlich. Tackle, Heuler und Donnerwelle ist schon mal ein Anfang. Ist nicht schlecht, muss ich sagen. Es hat was. Ich muss ins Pokémon Center zurück, sonst kann ich mich ja nicht mehr blicken lassen, denn Paralyse ist echt uncool. Muss ich ja zugeben. Unser drittes Teammitglied ist jetzt da. Yay. Damit haben wir auch schon eine viel bessere Chance. Und die haben den ersten Run einfach nicht geschafft. Wir werden ihn dann nach dem achten Part immer noch nicht haben. Ist das peinlich? Was ist das peinlich? Wir werden ewig brauchen für dieses Let's Play. Wir werden ewige Parts damit verbringen, die Arena-Ohren zu sammeln. Das wird auf jeden Fall lustig werden, denke ich mal. Aber zuerst ins Center. Wie wir den Kampf einfach eiskalt verloren haben. Das ist so schlecht. Es ist so schlecht. Hätte ich nie gedacht. Aber was sollen wir machen? Das war einfach mal schlecht von uns. Lächerlich und abartig noobig. Ah, ich habe bereits gesagt, ich bin kein Pro im Pokémon. Habe ich ja schon gesagt. So. Wollen wir erstmal trainieren gehen oder? Nee, ich fange mir erstmal mein viertes Teammitglied. Oder vielleicht auch nicht. Nee, komm. Ich meine, die Pokémon, die wir bisher haben, sind ja ganz cool. Aber Voltilam ist ein Pokémon aus der zweiten Generation. Ich würde mal sagen, wir gehen zuerst trainieren. Oder? Aber trainieren ist auch langweilig. Aber einerseits, wir können nichts anderes machen. Wir müssen jetzt trainieren gehen. Ja, müssen wir eigentlich auch. So, erstmal auf Level 10 trainieren und dann geht das schon. Dann gehe ich in meine Anfangsstadt zurück und dann mache ich das. Das ist schon sehr ärgerlich, muss ich sagen. Muss ich ehrlich gesagt zugeben. Ich gehe mal auf die erste Route. Und zwar auf diese hier. Da, da, da. Dann lasse ich mal ein bisschen die Fäuste fliegen oder die Tackles fliegen. Level... 3 ist ein bisschen schon stark für Voltilam, für Albus. Also mach es platt. Tackle. Ja, das hat mächtig Schaden gemacht, ne? Das war beachtlich. Guck mal, wie wenig Schaden wir bekommen. Kann sein, dass Voltilam eine verdammt gute Verteidigung hat, weil das hat echt fast keinen Schaden gemacht eben gerade. Unser Angriff ist mega gut. Also Voltilam ist anscheinend echt nicht schlecht. Und es ist Level 5. Bald nicht mehr. Wird bald auf Level 6 sein. Also noch nach 3 Kämpfen oder sowas. Ja, kommt fast hin. Mal gucken, welche Werte hat es denn eigentlich so. Die scheinen nämlich echt gut zu sein. Ich bin jetzt nicht so auf Werte aus, aber ich gucke trotzdem mal, welche Werte es kann und welches was es so hat. Also, es ist offensichtlich ein sehr starker spezieller Angreifer, aber es ist sehr langsam eine scheiß Verteidigung. Also eine scheiß Spezialverteidigung, aber es hat einen richtig guten Spezialangriff. Es ist anscheinend wirklich, naja, nicht so der Burner in der Initiative und sowas, aber es ist schon cool. Und es kann Donnerwelle. Also Donnerwelle ist schon cool beim Gegner halt, dass er dann die Initiative senken kann. Was für uns auch sehr gut sein wird im Kampf gegen den Arenaleiter. Hat die Fähigkeit Statik. Wenn es das hat, ist es geil. Ich habe gerade mega den komischen Aussprecher gemacht. Fähigkeit. Wesen hitzig, ja.
Ja, es hat Statik, während kann der Gegner einmal paralysiert werden. Das wird richtig geil. Wenn einer jetzt Tackle einsetzt, kann er paralysiert werden. Das ist lustig. Da freue ich mich schon drauf, auf diese ganzen Kämpfe voller Verzweiflung, wo der Gegner einfach paralysiert wird. Das kann uns im Arena-Kampf sehr viel nützen, auf jeden Fall. Also, nee, Level 2 ist mir schon ein bisschen zu niedrig vom Niveau her. Da möchte ich schon stärkere Gegner haben. Ich denke, das ist schon cool, aber wenn wir auf Level 6 sind, gehen wir schon mal zum nächsten Gras über, weil da schon stärkere Pokémon kommen. Ist ja so eine kleine Trainingsaufnahme, wo wir nur trainieren gehen, aber ist ja auch nicht so schlecht. Wir müssen halt auch mal unsere Skills ein bisschen testen und so, ne? Boah, der Gästekampf war so scheiße. Aber wir haben unser drittes Teammitglied bekommen, und zwar, ne, den Albus und so. Willkommen in der Schafsherde und so. Ist das geil. Oh, nur Level 2, das nervt. Ich möchte stärkere Gegner haben, nicht solche Lampen. Mann. Die kannst du ja fast one-hitten, das ist ja voll langweilig. Aber warum ist denn der Spezialangriff so stark und dann. Aber Tackle ist doch physisch. Warum ist ein Tackle auch voll stark, finde ich? Weil Tackle war fast die Hälfte abgezogen. Das war mega gut, der Angriff. Habe mich voll gewundert eben gerade. Komm, machen wir mal Tackle. Oh, das ist ja klar, dass es schneller war, ist ja. Nein, Angriff gesenkt. Wir haben nur noch 7,5 Angriffspunkte. Das ist nicht gut. Alter, Volltreffer. Guck mal, wie viel das einfach abzieht. Das ist schon. Hä? Aber die Verteidigung ist auch voll schlecht eigentlich, aber trotzdem stecken wir mega viel ein. Finde ich ja beachtlich. Beachtlich. Wir stecken richtig viel Schaden ein und wir bekommen einfach fast nichts abgezogen. Jetzt nochmal mehr EP. Level 6, ab ins nächste Gras. Guck mal, wir sind so, schon viel zu stark für die. Wir sind viel zu stark für die. Das kann so doch gar nicht sein. Wir werden auf jeden Fall ins nächste Gras übergehen und dann gucken wir mal, was sie so machen lässt. Aber erstmal natürlich heilen gehen. Aber gut, noch einen Kampf können wir machen. Wenn jetzt kein Nagel aus Level 2 ist. Level 4. Was machen wir fertig? Und zur Not haben wir noch Donnerwelle, was ja noch penetranter wirkt. Wir sind auf Level 6. Wir können auf jeden Fall gewinnen. Boah, wir sind mega stark. Guck euch das an. Tackle. Es bringt einfach fast nichts. Tackle. Und Nagelot stirbt schon fast. Wie wir einfach mal zwei Gegner hintereinander platt gemacht haben und schon den dritten Gegner fast fertig haben. Ist schon cool. Also bin schon gespannt, wie es in der Arena aussehen wird, wenn unser Albus erstmal auf Level 12 oder sowas ist. Das wird dem Gegner ordentlich wehtun, sage ich mal so. Der wird schon leiden. Der wird richtig leiden, doch. Der wird richtig leiden. Bin ich schon sehr gespannt, wie das ausgehen wird. Aber das Riolu hätte ich auch gerne. Aber andererseits, ich will auch mal ein bisschen weiterkommen und später noch Pokémon fangen. Also dann, ne? Die halt noch stärker sind. Aber ich finde das Team, wie es jetzt ist, schon echt nicht schlecht. Weil so ein Voltilam ist am Anfang natürlich noch nicht so gut, aber es wird richtig krass stark sein. Also, weil Ampharos ist echt ein gutes Pokémon. Und ich hatte bisher noch keins, was ich so richtig trainiert habe. Gut, ich habe schon ein bisschen gefangen in der Safari zu einem Pokémon Smaragd. Aber Ampharos ist, ich habe noch nie eins im Let's Play selber gehabt oder in einem Spielverlauf. Ich habe noch nie eins im Team gehabt. Deswegen bin ich mal gespannt, ob wir mit dem Ampharos gut klarkommen werden. Aber ich glaube schon, dass es ein guter Teampartner sein wird auf lange Zeit gesehen. Ach, Strawickel. Du kannst mir mal vom Leib bleiben. Du bist nämlich viel zu schwach für unser Albus. Na, also Albus, du machst schon echt hier gute Dienste. Du bist ein Kraftpaket, muss ich sagen, weil du echt verdammt stark bist, muss ich sagen. Stärker als am Anfang Knetinator und Baleunsa waren. Also das ist schon. Finde ich schon beeindruckend, wie du hier alle fertig machst. Das möchte ich auch weiterhin so sehen. Da wäre ich schon sehr erfreut. Also, ne? Aber gut, ich bin auch nicht so gut in Pokémon. Also ich bin jetzt kein Domtendo, der hier alle platt machen kann. Aber na gut, oh, Voltilam. Ah, wir könnten paralysiert werden. Das könnte böse enden. Aber bevor er mich paralysiert. Nee, komm. Einfach mal angreifen, da werden wir eh paralysiert werden. Ist ja egal. Und wir haben es erwischt. Na, egal. Er wird auch noch seine Abreibung bekommen. Ich sag's ihm. Er wird sowieso auch gleich paralysiert sein. Also, na, haha. Wer ist jetzt im Eimer? Wir beide mal. Auf jeden Fall sind wir im Eimer, aber. Natürlich, wir können nicht angreifen. Ja, er kann auch nicht angreifen. Sehr gut. Das wird ein langer Kampf werden. Ja, natürlich bist du schneller, weil wir Level 6 sind. Ist ja auch total logisch. Und wir sind beide paralysiert. Also müsste ich eigentlich doch schneller sein. Aber nein, ist natürlich nicht so. Ist ja klar. Angriff. Er wird auf jeden Fall sterben und es ist schon tot. Hat also nicht allzu viel gebracht. Und Level 7. Das Training geht einen guten Schritt voran. Wir haben unser drittes Teammitglied fast auf Level 10. Also fast natürlich. Ich bin beeindruckt. Ich bin beeindruckt. Unser Voltilam ist schon sehr gut. Ich wollte unbedingt einen Voltilam haben. Und ich habe es ja auf dem Dowsinghof rumlaufen sehen und ich fand das eigentlich cool, aber jetzt habe ich sogar eins. Ist doch gut. Ich habe noch nie einen Voltilam im Let's Play gehabt, wie gesagt. Das wird ein extrem spannendes Let's Play werden, glaube ich, weil wir einfach überall failen werden, aber naja. Das ist auch mein neues Motto. Skill-Fail-Anzeige. Das ist mein neues Motto. Da werde ich auch mal mein YouTube-Kanal-Banner irgendwann mal aktualisieren. Und dann, naja.
werdet ihr auch schon sehen, was das ist. Denn ich möchte mehr hin zu Selfmade, also möchte ich quasi meinen Kanal komplett selbst designen. Ich habe mein Intro selber gemacht, ich habe meine Thumbnails selber gemacht und meinen Kanalbanner habe ich bisher nicht selber gemacht. Ich habe auch mein Profilbild selbst gemacht, alles. Aber ich habe, wie gesagt, meinen Banner nicht selber gemacht. Das wurde mir immer von anderen gemacht, deswegen möchte ich jetzt auch mal selber einen Banner machen. Ich kann es zwar nicht so gut, aber ich werde mir selbst einen Banner machen, damit ich sagen kann, ich habe alles alleine gemacht, ne? Dass ich einen komplett Selfmade-Kanal habe, der nicht von anderen designt wurde. Ist natürlich auch schön, wenn man mir solche Bilder macht. Ich finde es ja auch sehr. Ich fühle mich auch geehrt dadurch, aber ich möchte gerne Selfmade bleiben. Deswegen. Ich möchte erstmal Selfmade werden, deswegen muss ich nicht mal alles selber machen. Aber wo ist dieses komische Riolo, von dem alle sprechen? Wo bist du? Also, so ein Riolo wäre schon richtig schnieke, weil Kampfstahl ist schon. Wow. Möchte ich gern haben, ganz ehrlich. Na komm. Und schon wieder ein Voltidam. Doch, nicht wieder paralysieren. Oh nein. Mich graut es doch jetzt schon davor. Aber wir haben auch keine spezielle Attacke, womit wir angreifen können, ne? Ah, komm, weiß was zurück. Ja, ich möchte gegen einen Enthorn kämpfen. Das kann nämlich gar nichts machen gegen uns. Ein Wasser-Pokémon. Also wir haben jetzt gegen Wasser-Pokémon eine Waffe. Elektro. Ich habe normalerweise fast nie Elektro-Pokémon im Team. Deswegen ist es jetzt schon mal so eine Premiere. Level 5. Das reicht erstmal für unseren Elbus, denn der kann das einfach. Er kann es einfach, ja. Ist ja der Boss. Er macht einfach alle platt. Das ist so krass. Wie er einfach auf Level 7 schon die krassesten Pokémon wegbasht. Er hat noch nie einen Kampf verloren bis jetzt. Das ist schon beachtlich. Bis jetzt natürlich. Er würde natürlich bald auch mal einen Kampf verlieren. Aber bis jetzt hat er noch nie verloren. Finde ich schon cool. Aber er entwickelt sich halt auch relativ spät. Er ist auf Level 30 und Level 33 erst. Deswegen, es wird noch dauern. Ich glaube zumindest, dass es so war. Es kann aber auch früher gewesen sein. Ich glaube aber, es war, dass sich Level 33 zu Vati entwickelt. Auf Level 34 schon. Nee. Und auf Level 35 entwickelt sie sich schon zu Ampharos. Das ist schon relativ früh. Donnerschock. Ja, endlich haben wir mal einen Elektro-Attack erlernt. Endlich. Und wir sind schon Level 8. Das ist eine reine Trainingsaufnahme hier. Aber die ist auch bald vorbei, die Aufnahme. Also gleich. Aber ich möchte gerne eine halbe Stunde noch dranhängen. Oh, guck mal. Hallo, Riolu. Du bist unser. Egal, ob wir das ins Team aufnehmen oder nicht. Ich fange es einfach mal vorsichtshalber, weil wir dann später da nicht mehr nach Dowsing zurückkehren werden, glaube ich. Deswegen fange ich das einfach mal. Ich setze mal Donnerwelle ein. Das ist der erste Schritt, um es zu paralysieren. Ich mag Riolu. Oh Gott, ich hätte mal unser. Ja, Statik wirkt. Guck mal, es ist schon paralysiert. Brauchen wir gar nicht mehr. Hat von alleine gemacht. Es war allein schon dumm genug. Wir können Donnerschock einsetzen. Wir werden es eh nicht down kriegen. Von daher ist es egal. Wir werden jetzt einen Kampf verlieren, ich weiß. Aber ist egal. Hauptsache, wir schwächen es irgendwie. Oh, das war schon richtig viel, ne? Können wir uns Tackle leisten? Ja, wir können uns Tackle leisten, weil es ein Stahl-Pokémon ist. Ist eh nicht sehr effektiv. Das können wir uns leisten, sage ich. Guck mal. Komm schon. Nein! Wie? Nein! Riolu ist noch nur Kampf. Es ist gar nicht Stahl. Er ist Lucarios Stahl. Oh nein, ich habe das verkackt. Ach Mann, das war blöd. Ist eigentlich Riolu eigentlich selten, oder? Oder ist es voll. Kommt es voll oft vor? Ich weiß es gar nicht. Erstmal zurück ins Pokémon Center. Das war ja mega blöd. Oh nein. Das fand ich jetzt doof. Ich will es aber auch nicht aufhören aufzunehmen eigentlich. Ich möchte eigentlich noch weiter aufnehmen, aber es ist schon so spät. Ich weiß nicht, ich muss ja sogar noch Abend essen. Ich meine, ich habe bisher noch gar nichts gegessen heute Abend. Ich habe nur Mittagessen gehabt, deswegen, ich esse immer so 23 Uhr Abend, wenn ich gerade. Ich habe immer noch sturmfrei, ich habe hier 4 Tage lang sturmfrei. Weil meine Eltern ihr Leben in Paris chillen, können sie ruhig machen. Und, naja, ist voll geil. Ich möchte noch ein bisschen aufnehmen. Komm, 15 Minuten können wir noch ranhängen, also bis 1 Stunde 15 mache ich noch gerne durch. Aber, na, mich reitet auch gar keine Hektik, weil ich einfach die Folge noch gar nicht hochgeladen habe. Ich nehme also nur auf Vorrat auf bisher. Ach komm, noch komm, in 1/4 Stunde möchte ich mich noch gerne aufnehmen oder vielleicht noch 1/2 Stunde. Eine Stunde nicht mehr, ist ja klar, aber 1/2 vielleicht doch noch. Ich möchte gerne Riolu noch haben, bevor ich jetzt gehe. Da möchte ich noch gerne ein Pokémon fangen, weil Riolu schon ist schon geil, muss ich sagen. Ich würde mal einfach alle offscreen trainieren, alle 4 Pokémon, dann können wir den ersten One auf jeden Fall schaffen. Ach komm, Riolu ist schon halt voll geil. Das möchte ich schon gerne im Team haben. Ich habe jetzt zwar keine Pokémon aus der 5. Generation, nur ein einziges Pokémon oder besser gesagt 2 Pokémon aus der 5. Generation habe ich im Team. Aber trotzdem wäre so ein Riolu schon echt nett. Der scheint auch gar nicht mehr so selten zu sein. Deswegen hole ich mir das jetzt einfach mal. Und werde an der Stelle erstmal keine Pause machen. Und werde erstmal weiter aufnehmen. Bis 1 Stunde 15, wenn wir da noch Lust haben, nehme ich nochmal weiter auf. Ich sag's euch, wenn wir das Riolu fangen, dann werde ich bei 1 Stunde 15 Schluss machen. Wenn nicht, dann machen wir noch weiter vielleicht. Also hier durch war das, genau. Und dann gehen wir hier hin. Wir haben es hier hinten gefangen irgendwo, ne? Ist vielleicht auch hier in diesem Gras irgendwo. Ich möchte Riolu haben. Ist es selten hier? Ach, guck mal, Azurill. Das ist ja cool. Azurill ist auch voll schwach.